So, schon wieder eine ganze Weile her. Zeit für ein bisschen mehr Satisfactory. Damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ich habe gerade ein bisschen getüftelt und bin jetzt endlich so weit, dass ich sagen würde, hey, jetzt habe ich ein System gefunden, mit dem ich leben kann. Ne, ich habe hier unser B- und Entladesystem für den Service-Schacht so ein bisschen ja, optimiert, sodass wir hier jetzt sauber alles aneinander kriegen und, das ist noch viel wichtiger, kann ich euch gleich mal zeigen, wir kriegen hier sogar noch einen dritten ran. Ja, ich muss mal gucken, dass wir hier mittig dran sitzen. Und den Ausgang richtig setzen. Zack. Und dann können wir hier tatsächlich noch ein entsprechendes Förderband runtersetzen. Ja, ist das cool? Ich finde das super gut. Und wird das tatsächlich auch gleich machen. Zack, haben wir da dran. Denn wir haben hier ja unsere Eisenstangen, die wir zu Hauf produzieren können. Und da wir hier mehr als genug, da wir mit einer Schmelze hier schon zweimal Eisenstangen produzieren können, würde ich sagen, hauen wir hier gleich einmal unsere Dings daneben, unsere Schrauben, wenn wir schon mal dabei sind. Produktion. Und dann nehmen wir dann einmal Konstruktor. Und wir hätten eigentlich auch gleich ganz gerne wieder zwei, oder? Wenn wir schon mal dabei sind. Ich weiß nur nicht. Der haut 30 Barren raus. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel der hier braucht. Alternative Schrauben. Der braucht 12,5 pro Minute. Das ist ja nix. Ne, 30 haben wir raus. Da können wir mehr als genug Schrauben machen. Können wir gleich noch einen nebensetzen. Dann haben wir immer noch ein üppiges Polster mit Dingen, die wir noch brauchen. So. Zack. Da steht unser Konstruktor. Und ich habe hier umgestellt, ne, was ja wiederholt bei euch gefordert wurde. Ah, die sind tatsächlich zu hoch. Da müsste ich dann die anderen nehmen. Nö. Ich nutze jetzt die Stackable Förderbänder. So, den stellen wir hier auch noch auf Schräubchen um. Hä? Hey, hab ich den Plan gestellt? Ach, da ist er. Gut. Den hier auch aufschrauben. Und dann haben wir das andere ja fast voll ausgenutzt. Also, ich glaube 30 stellt er her oder 60? Ne, 30. 30. Ne, dann haben wir voll Schrauben, voll Stangen mit einer Ladung. Ne, dann gehen wir gleich hier rüber. So, jetzt muss ich mir echt was überlegen. Wie mache ich denn das? Eigentlich kann ich die hier rausnehmen. Das hätte ich gerne auf 2. Wie kann ich denn das umlegen? Das wäre mal... Ah, hier. Dann ist das jetzt die 1. So, die Förderbänder mal auf die 2. Und auf die 3 legen wir dann nämlich die hier. Ich habe gesehen, in der Experimental wird es wahrscheinlich... werden jetzt gerade mehrere Tastleisten getestet. Das finde ich ja irre gut, ne? So, für eben ehrlich, ja, jetzt müssen wir jetzt mal mit den neuen Shortcuts umstellen. So, du gehst hier ran. Und dich kann ich sauber rüberlaufen lassen. Sehr schön. So, dann haben wir hier gleich unsere Förderbänder voll. Dann kann ich gleich die nächste Änderung zeigen. Ab runter. So. Ne, hier sieht man dann überall ganz brav, wie gewünscht. Wie ätzend ist das denn? Das ist uncool. Das ist richtig uncool. Wie löse ich denn das Problem? Relativ easy, glaube ich. Indem ich hier einfach noch eins hintersetze. Das mache ich. Da ist stumpf einfach mal drum. Zack. Und dann kommt das auch an. Ja, sauber, ja. So, da ein Ausgang, da der nächste Ausgang. Echt jetzt? Achso, Stahlträger benötigt. Ich wollte gerade sagen. Ja, ich habe ein bisschen viele Förderbänder gerade gebaut. Ja, und dann nimmt das Ganze hier doch erstmal Gestalt an.
Nun, vor allem diese Verteileranlagen sind für sich eigentlich schon ziemlich impressive, wie ich finde. Oder anders gesagt, alles sau cool. Gefällt mir. Hier brauchen wir keine drauf. Die reisen wir also gleich weg, denn hier geht's erst los. Und dann haben wir immer noch komplett ein Förderband. Polster, ne, ich kann ja nicht mehr. Mit Eisen, was auch immer wir herstellen wollen. Also haben wir jetzt Schrauben, wir haben Stangen, wir haben Eisenplatten, das ist ja hier die Wuchtentüte. Und dann würde ich sagen, holen wir erstmal ein bisschen Stahl. Und fangen wir da und holen noch ein bisschen was ran. Oh, was ist denn hier passiert? Na nü. Ach stimmt, da hatte ich so umgebaut, dass das hier auch passt. Ich will nur wissen, ob es passt. Komm. Ach komm schon. Na nü. Oh. Der ist falsch gesetzt. Das ist ja mal doof. Förderband Splitter. Na, natürlich geht das jetzt nicht. Oder? Doch. Sitzt der richtig? Nee, der sitzt doch falsch. Das ist doch obvious. Na gut. Wir müssen ihn nach oben Stahlträger holen. Und dann können wir anfangen, das langsam unser Lagersystem anzuschließen. Und dann würde ich gucken. Aufnahme läuft. Ja, ich war mir gerade nicht sicher. Meine Güte. Dass ich da die ersten Hypertubes hinbaue. Damit das alles langsam mal ein bisschen komfortabler wird. Und dann werden wir schauen, dass wir unsere... dass wir mal irgendwie ein Schreddersystem entwickeln. Das uns hier langsam aber sicher regelmäßig Coupons zuführt. Weil das kann ja so nicht weitergehen. Aber erstmal brauchen wir Stahl. Das ist auch immer noch affig hier, aber gut. So, den letzten Stahl hier raus. Hier nicht anders, aber wir brauchen eine Menge. Machen wir voll. Das kann hier bleiben. Zack. So, dann haben wir unseren Stahlträger. Dann, wenn wir schon mal hier oben sind, könnten wir gleich nochmal was erforschen. Das ist auch so ein anhaltender Wunsch in den Kommentaren. Forsch, 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 forsch. Da ist noch so viel zu erforschen. Okay. Kriegen wir alles hin. Ich habe vorhin schon mal geguckt. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen gewuselt, damit das hier mal ein bisschen vorangeht. Und wir nicht ständig im Stillstand abhängen. Ach ja. Yeah. Na komm. Gleich da. Denn ich hatte hier gesehen, irgendwas Cooles war es, genau. Hier kriege ich noch einen Handslot und den will ich eigentlich unbedingt haben. Zack. 5 Minuten, dann haben wir hier wieder ein mehr. So, wieder nach unten. Ach nee, nach oben müssen wir. Um den Splitter hier wieder hinzuhauen. Ja, es hat mich echt gewohnt mit diesen 2 Platten frei. Das ist einfach asig. Also wird das gleich mal einmal korrigiert. So, dann musste ich alles eh ein bisschen wegnehmen, weil ich hier sonst keine Wände hinkriege. Ach, dass die Kürzel jetzt geändert sind, das ist gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Zack. Und dann müssen wir hier oben noch irgendwie mal Strom hinkriegen. Ne? Weil noch läuft doch gar nichts. Also das ist mir hier tatsächlich ein Dorn im Auge, ne? Warum die 3 vor der 2 kommt. Also... wer sich dabei was gedacht hat, muss man mir tatsächlich auch mal erklären. So, und jetzt mache ich mal das, was mir hier ständig auch empfohlen wird. Wenn der Splitter snappt, dann klappt das. Na, gucken wir mal. Wir probieren das einfach mal aus und dann gucken wir mal, ob das nachher auch läuft. Erstmal brauchen wir jetzt wieder einen Splitter. Rödel, rödel, rödel. Gucken, dass das eine Höhe ist. Müsste. Sieht doch recht gerade aus. Naja, fast gerade. Ja. Gucken. Ja, tatsächlich. Läuft gut. Ich habe nichts gesagt. Ich habe mich völlig umsonst mit euch allen angelegt. So, und dann müssen wir nach hier hinten. Bei
Zeiten werden wir hier nochmal die Träger auswechseln, damit das auch alles ein bisschen einheitlich ist. Aber jetzt wollen wir erstmal gucken, dass wir das Material, was wir relativ bald produzieren, auch dahin kriegen, wo wir es haben wollen. Da müssen wir mal einen draufsetzen. Und den kicken, dass das auch da ankommt, wo es hin soll. Zack, zack, zack. Oh, hier haben wir tatsächlich nochmal einmal Material offen. Für zwei Schmelzen, aber gut. Das soll jetzt nicht unser Problem sein. Wir wollen erstmal gucken, dass wir unser Lagersystem so ein bisschen fertig kriegen. Eins, zwei, drei. Und zack. So. Und so. Und na komm. So. Und dann werden wir hier nacheinander die ganzen Container anschließen. Und hier sind drei. Das ist ja eigentlich recht passig, ne? Die stehen so. Ne, nicht ganz so passig, wie ich das gern hätte. Dann machen wir das anders. Dann ich glaube, das geht auch, oder? Dass ich jetzt so hier drüber. Ja, sehr schön. So, und dann von hier nach hier. Und da rein. Dann von hier nach hier. Und da rein. Das. Ja, doch, das ist in Ordnung. Ich glaube, damit kann ich leben. Backt das da zu sehr rum? Wir gucken mal. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen seltsam, ne? Das hängt da fast auf dem Förderband drauf. Dann machen wir es anders. Und dann machen wir hier noch einen hin. Menno. Der läuft dann da lang. Und der läuft. Alles uncool. Nee, da passt er nicht. Das müsste dann gehen. Ja. Und ja, da muss dann nachher noch ein Mast drauf. Geht das wenigstens? Dass wir hier durchkommen? Na komm. Zack. Und der glitscht das auch zu sehr gut. Die Treppe kann ich eigentlich verschieben. Das wäre nicht das Ding. Das machen wir ja noch einfach. Ja, das ist okay. Was unter Wände? Nee. Auch nicht. Da. So, dann gehen wir da einfach runter. Zack, zack, zack. Und ich werde wahrscheinlich nachher noch weiter rüber müssen, aber egal. So. Verblüffs. Ach ja, falls da mal einer raufkommt. So, und dann können wir mit dem hier erstmal bis hierhin. Da sauber ran. Da sauber ran. Und dann haben wir nachher alles schicki. Den setzen wir schon mal unter die Decke. Damit wir auch später mal wissen, wo es lang geht. So, dann haben wir da unten die Container schon mal voll. Und gucken wir einmal. Wir sollten dann alle gut rankommen. Jupp, jupp. So, da wären ein paar Schilder natürlich echt geil, ne? Wo ist was drin? Aber so soll dann unser zentrales Warenlager irgendwo mal aussehen. Ich habe hier übrigens schon mal ein paar Leitern gesetzt vorhin, weil ich einfach öfter rauf und runter musste. So, und jetzt erklär mir mal einer, warum ich hier noch nicht alles vollgesetzt habe. Achso, weil ich keine Stahlrohre mehr habe. Gut. Alles klärchen. So, jetzt sind wir soweit.
dass wir hier oben uns einmal einen Shredder positionieren. Komme ich hier irgendwie hoch? Oh, das ist ja super. Das machen wir doch gleich mal fix, oder? Da muss ja noch eine Produktionsreihe hin, aber eigentlich... Moment. Das kann man eigentlich schon mal so machen. Da brauchen wir nachher keine Fenster, das ist relativ bums. So. Das gleiche machen wir auf der Seite. Eins zu weit. Na, das ist natürlich scheiße. Wie machen wir das? Dann, damit man das nicht mehr sieht. Ach komm, nicht schon wieder. Ach komm schon. Ach komm schon, das ist doch scheiße. Na los. Rüber hier. Na. Nee, jetzt wie es ja. Ja, ja. Ach komm. Ernsthaft. Dann halt wieder so. Ey, das ist jedes Mal ein Gefricke mit diesen Scheißdingern, ne? Das ist suboptimal. Das ist irgendwie auch kacke. Ich will eigentlich hier den Weg hoch haben. Was ist denn daran jetzt das Problem? Auf halbem Weg quasi. Moment, wir probieren das jetzt mal so. Ah ja, das scheint dann mal zu gehen. So und so und dann hier ran. Komm. Sehr schön. So, weiter nach oben. Und dann da oben eine Kurve hinziehen. So. Da wird dann Schuh draus. Ihr könnt dann eigentlich auch eine Fünferplatte hin. So. Einfach der Optik halber. Und hier auch. Und dann bauen wir aber weiter hoch. Ach komm schon. Ernsthaft. Ach komm. Ups. Naja, das kann ich schon mal weg hier. Das und das. Und dann geht's hier weiter. So. Kann ich jetzt die Platte da hinsetzen? Geht auch. So. Hier weiter nach oben. Einmal ums Köfchen. Und hier auch weiter hoch. Und dann sind wir doch schon da, wo wir sein wollen. Einmal um Pudding. Und zack. Und zack. Und zack. Wie gewollt. So, ein Schredderlein. Dafür würde ich hier erstmal ausbauen. Ich weiß noch nicht ganz, wie ich es machen will. Aber ich glaube, ich mache das hier mit den Kabeln. Davon habe ich Unmengen und brauche sie eigentlich nicht. Hier nehmen wir einmal die tieferen. Und dann haben wir hier gleich erstmal ein bisschen Platz. Ich glaube, ich muss vorne noch Beton holen. Aber das werden wir gleich sehen. Zack. Und dann will ich die Hälfte hiervon einfach wegschreddern. Wir haben da so viele von, dass wir da mal gepflegt drauf scheißen können. So, hier ein Splitter vorab. Zack.
die einen ins Töpfchen und die anderen weg. So, Schredder. Boah, das Ding ist aber auch groß, ey. Meine Güte. Was soll denn das? Na, komm. Boah, man sieht so scheiße. So. Und natürlich passt das nicht. Ach komm. Dann machen wir das halt hier hin. Mir doch alles, ganz egal. So, langsam habe ich hier auch die Leitlinien echt. Kommen da langsam echt durcheinander. Da haben wir gar nicht erst eine, auch schon. Dann nehmen wir das Ding weg. Und das Ding weg. Dann haben wir, glaube ich, ein bisschen Kabel im Inventar. Ist ja auch schön. So. Du gehst hier ran. Und du gehst bitte nicht so schräg ab. Das finde ich ja mal ganz ätzend. Zack. So. Und dann sollte der auch. Achso, der braucht Strom. Ich wollte gerade sagen, warum geht denn das jetzt nicht schön sauber die ganze Zeit weg? Ja. Das nehmen wir. Und dann gib Gas. Also er macht echt 50-50, ne? Also da wäre wesentlich mehr Kapazität, um hier wegzuschreddern. Ach nee, der produziert aber nicht schneller. Ist auf 100% über. Na dann kannst du jetzt die ganze Zeit schreddern, wie du das bist. Na, wie viel pro Minute? Global, du. Auch geil. Ups, gar nicht so unwertvoll. Nur gleich 30. 840 pro Minute. Das ist doch schon ein bisschen was. Dann haben wir auch bald unsere Glasscheiben. Das ist doch schon mal schön. Wir haben noch irgendwas, was wir wegschreddern können. Jeder wohl auch, oder? Knallen wir einfach nochmal einen Splitter vor. Das ist jetzt alles erstmal nicht so schick, aber drauf geschissen. Hier geht's erstmal darum, dass es kochen geht. Von da nach da. Von da nach da. Und dann führen wir das hier um die Ecke. Natürlich mit Brücken, wie sich das gehört. Wie macht man das? Erstmal hier ein Lift hoch. Wie hoch muss das? Sieht man die Förderdinger? Nee. Okay, dass der Abstand ungefähr gleich ist. So. Nee, das soll gerade nicht. Scheiße. Ach komm schon. Ja, theoretisch ist die Idee gut. Praktisch ist das nicht. Wir nehmen den mal einmal weg. Und hoffen, dass es dann immer noch passt. Da. Und da. Ach, jetzt haben wir das blöde Problem wieder. Meine Fresse. So. Ach komm schon. So, so. Und dann ist die Sache doch wohl endlich klar. Na geht doch. So. Zack, zack. Und dann gucken wir mal, das. Ist das gerade? Ist tatsächlich gerade, ist ja irre. So, du weg. Du weg. Du weg und wieder ein Splitter hier. So. Können wir hier gleich den besseren ran klatschen. Das ist. Ja, das ist gerade. Oh, hab ich so viele. Oh ja, tatsächlich. Ja, jetzt ist Förderband schneller, ne? Hätten die einfach gereicht, aber drauf geschissen. So,
Und jetzt. So. Und. So. Einmal dahin. Dann hoffen wir mal, dass wir die irgendwie zwischendurch kommen. Was ist das hier? Das ist ein. Achso, das ist ein Splitter. Ich bräuchte mal hier nochmal einen Fusionator. Für das Band. Weiß ich auch, warum das mit den Dings nie geklappt hat oder wann das nicht geklappt hat. Dann war ich immer auf dem Boden. So sollte es gehen. Sitzt der nicht so sauber? Zumindest nicht. Also machen wir es so. Ja, 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 ja. Jetzt habe ich nämlich meinen Fehler, den ich mit diesen dusseligen Teilen hier gehabt habe, endlich mal erkannt. So, dann vorne, wie steht der? Der steht hier auf der Kante, sehr schön. Zu teuer. Ach, jetzt fehlt der Beton. Okay. Zack, zack, zack. Dann holen wir doch einmal fix Beton. Querfeld ein. Nehmen wir gleich viermal mit. Und dann. Ach ja. Das gefällt mir. Sauber durch. Und jetzt bitte, bitte haben wir hier genug Freiraum. Ach, scheiße. Quatsch, ich bin auch ein Idiot, ey. So, na komm. Dann haben wir die. Und jetzt passt du hier bitte durch. Ach, komm schon. Da fehlt doch höchstens ein Müll. Ist korrelidiert mit dem Container und ja, mit dem gut, dann mucken wir dies anders. So und so. Dann nehme dich weg. Das war aber ein Schwung hier. So. Na komm. Ach bitte. So. So. Und dann gehen wir von da einfach. Wir kommen hier echt nah ran. Das wäre ja cool. Zack, rüber. Zack, dahin. Und dann nehmen wir die. Gehen nach da. Und von da gehen wir nach. Ach komm schon. Echt nicht. Guck mal, geht von hier nach da auch nicht. Schade. Na gut, kommt hier nochmal eine Platte ran. Und dann machen wir. Hoffen wir mal, dass das klappt. Von da nach da. Wirkt recht breit tatsächlich. Guck mal, können wir einen hier ran. Weg. Und weg. Das passt. Und das passt auch. Sehr schön. So. Und jetzt wird hier gleich nochmal ein Schlag mehr geschreddert. Und da kommen wir noch welche durch und die liegen hier auch mit drauf. Sauber. Zack.
Schon haben wir hier unseren Output enorm erhöht. Das ist doch herrlich, ohne großartig wirklich Schwund zu haben. Das Ding ist voll und der hämmelt hier alles weg. Ist hier los? Ach doch, kommt immer noch. Gut. Ja, so viele Röhren sind es nicht, ne? Produziert er so wenig? Meine Güte. Volle Auslastung. Naja, ist ja schön. Hauptsache wir schreddern. Ja, damit kann ich doch halbwegs leben. So, da hat es einmal im Ohr gejuckt. So, wir haben jetzt einen Output von 2064 pro Minute. Das ist doch schon mal ordentlich. Das heißt, in einer Minute haben wir den dritten Coupon. Jetzt gucken wir gleich mal, wo wir schon mal hier sind. Wie viel wir jetzt schon zusammen hätten. Ausdrucken. Was ist hier los? Warum produzierst du so langsam? Warum bist du voll? Muss also auch nicht sein, ne? Wir müssen ja hier nichts verschenken. Warum nimmer? Und du kannst dann auch fleißig weitermachen. Du produzierst gar nicht mal so schnell. Okay, fährt jetzt wahrscheinlich gerade so. Also da sollten genug ankommen, dass er auf 100% kommt. Also sollte locker genug ankommen. Okay, steigert sich langsam. Der läuft mit 100, sehr schön. Gut. War der im Text? Haben wir welche mitgenommen? Ja, ein paar. So, hier liegt schon wieder Sam jetzt drauf. Scheiße. Zack. Eisenerz und Kohle zum Wegschreddern. Hier, die kannst du auch mal haben. Was ist das? Sandherz wieder. Eisenerz weg. Eisenerz weg. Und ja, noch mehr Eisenerz. Sortieren wir das Ganze einmal. Sandherz geht nicht. Gut. So, jetzt sollten wir hier unseren nächsten Inventory-Platz frei haben. Haben wir aber nicht. Warum nicht? Das hier erst abholen. Analyse vergrößert, der Werkzeuggürtel ist abgeschlossen. Bitte wählen Sie einen neuen Knoten im Baum, um die Analyse zu beginnen. Ah, jetzt. Tool belt has been expanded. Yep, sehr schön. So, dann könnten wir das Inventar noch ein bisschen vergrößern. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Was ist das hier? Ist verschlossen. Oha. Ja, das können wir noch nicht. Ja, zu teuer sehe ich. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal das hier. Ja. Da brauchen wir aber noch ein bisschen Kupfer. Ich glaube aber, wir haben noch hier was liegen. Zack. Und dann ist das Inventar auch gleich größer. Haben wir diesen Alien-Organismus erstmal voll. Ach scheiße, reicht nicht ganz. Haben wir hier noch was? Auch nicht. Ist ja nicht zu glauben. Können wir was herstellen? Auch nicht. Meh. Meh. Was ein Scheiß. Egal, dann holen wir gleich nochmal Kabel. Ja. Aber wir können jetzt erstmal hier zack, die Motorsäge nochmal draufpacken. Warum seid ihr nicht gestapelt? Und den da haben wir erstmal volles Inventar. Und dann komme ich gleich dem nächsten Wunsch nach. Ja, ein bisschen Zeit heute. Wir schaffen was, das ist ja herrlich. Oh, da ist er einmal nicht mit dem Rennen hinterhergekommen. Erstmal brauchen wir Kabel. Haben wir mehr als genug von. Da haben wir sie. Auch wenn die Produktion jetzt ein bisschen runtergelaufen ist oder runtergefahren. Es sollte immer noch mehr als ausreichen. Ich meine, die Schmelze haut ja auch gut raus, ne? 30 Teile pro Minute. Dit läuft. Ich könnte noch eine Schmelze mit der Mine befeuern, glaube ich. Muss ich gleich mal gucken. Dann könnten wir die Hälfte. Oh, ich muss mal schauen. Ich überlege da gleich was. So, Alien-Organismus. Zack, Forschung beginnen. Haben wir das auch schon mal. Und dann wollte ich eigentlich dem Katerium hier mal nachgehen. Ja, mal schauen, wo das in der Nähe ist. Das ist. Ja, gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die Pilze
erreichen. Das habe ich immer noch nicht. Müssen wir auch mal machen. Und Elektrosnacken. Gelbe Elektrosnacken. Pilzartige Vegetation. Das Material. So viel Hackmeck. Gut, dann gucken wir jetzt mal, dass wir Turmodraht ankriegen. Was haben wir denn alles jetzt dabei? Wir haben Stahl genug dabei und Beton genug dabei. Eisenplatten und Eisenröhren würde ich noch ein paar mitnehmen. Und genug für meiner Mark 2. Oder, nee, wir sollten vielleicht erstmal alles ins Laufen bringen da unten, wa? Das wäre vielleicht sinnvoller. Davon ein paar und... Das sind auch Eisenplatten. Wie viele Eisenplatten haben wir denn? Meine Güte. Und ja, mehr als genug davon. Hier steht auch alles. Ist hier alles voll? Können wir noch nicht erzählen. Damit tatsächlich wieder mal nicht genug Schrauben. Der braucht 60 pro Minute. Der ist noch mehr als genug. Der kriegt das Effekt produziert tatsächlich. Das ist ja ein Ding. Na gut. So, wo war ich jetzt bei? Und Eis ins Laufen bringen. Aber dafür brauchen wir erst die Wände tatsächlich. Das ist ein bisschen ärgerlich. Also machen wir doch mal eben Kriterium. Haben wir das irgendwo in der Nähe? Oha. Da hinten. 800 Meter, okay. Das ist gar nicht so weit. 900 Meter. Das können wir doch mal ranholen. Das wäre dann das erste, das erste Förderband für die andere Seite. Denn da wollte ich dann die anderen Erze hinklatschen. Weil ich dafür, was ist denn hier passiert? Ja. Ah ja, hier, habe ich noch gar nicht gezeigt. Ich habe das Rohrsystem hier so ein bisschen fertig gemacht. Da man ja leider nicht Stütze an Stütze bauen kann, habe ich hier einfach so eine Platten zwischengesetzt. Wo drunter dann die Röhre langlaufen. Was haltet ihr von der Idee? Könnt ihr mir gerne mal unten reinschreiben. Ich finde, das sieht ganz gut aus. Ich bin gerade echt ein bisschen durch den Wind. Moment mal. Organisation, brauchen wir denn die Hypertubes? Soll ich die schon erforscht? Ja, hier. Was brauche ich denn dafür? Eigentlich nichts Dickes. Stahlbeton das erste Mal in Massen oder in Mengen. Ziehen wir erstmal Stahlbeton hoch. Bevor wir Kriterium holen. Ja, machen wir einmal fix. Denn ich bin es leid, den Scheiß per Hand zu machen. Und das können wir eigentlich auch gleich hier machen. Bevor wir das irgendwo anders machen. Was brauchen wir denn für Stahlbeton? Jetzt müssen wir mal oben. Scheiße. Entschuldigung. Was brauchen wir denn für Stahlbeton? Und wo stellen wir es her? Wahrscheinlich nicht hier drin, oder? Rezept auswählen? Nee. Nee. Dann wird es wahrscheinlich... gucken wir mal. Im Manufaktor hergestellt. Klatschen wir einmal kurz hier hin. Ja. Stahlbeton. Machen wir Stahl und Beton für. Logischerweise. So, dann reißen wir den wieder ab. Das heißt, wir müssen einmal gucken, wo wir hier das Loch reinklatschen. Machen wir nämlich auf der Seite. Nee, das ist ja alles so eng hier. Das missfällt mir ja. Aber das wäre dann entsprechend auf der Line und auf der, ja. Hoppala. Und den so. Und kann ich eigentlich hier diese Sprungdinger gerade bauen? Habe ich da alles für da? Wo sind die? Ja. Solange das hier alles im Bau ist, klatsche ich mir mal hier einmal so ein Ding hin. Zack. Strom. Ich werde bekloppt. Wie kriege ich denn hier jetzt Strom her? Da sind schon vier dran. Da kriegen wir temporär Strom hier. Ja, irgendwann soll hier ja eh vernünftig Strom durchlaufen.
Und dann gucken wir mal. Puff. Jo. Oh, sogar ein bisschen weit. So. Dann haben wir hier noch eine Menge mehr Platz. Den ich in dem Fall jetzt auch ganz gerne erstmal nutzen würde. Bin ich doof, Logistik. Förderbahn. Fusionator. Einfach der Optik halber. Quatsch, Förderbahn Splitter. So. Den machen wir dann hier hin. Und wir brauchen zwei Materialien gerade. Ein dahin, das sollte passen. Und Förderbänder werden wir gar nicht anfangen. Das heißt, wir brauchen hier Eisen, Kohle und Beton. Eisen sollte nicht das Problem sein, da haben wir den hier. Der, glaube ich, aktuell noch brach liegt. Ne, der liefert schon. Welcher liefert denn nicht? Du lieferst auch. Ich glaube, du lieferst noch nicht. Lieferst auch schon. Du lieferst da. Hä? Einer war doch brach, oder nicht? Bis wohin lieferst du denn? Ach, du bist das zweite Fließband von hier. Ah, okay. Dann haben wir noch den da oben. Liefert der schon? Theoretisch ja, praktisch. Geht der da nach hinten? Also Moment mal. Wir könnten den da hinten aufrüsten, dann könnte der hier einen lang bringen. Ach Mann, so ein Geeire hier. Nochmal hier einen hinsetzen. Jetzt habe ich nicht genug Kabel. Hab ich vorhin noch gesagt, ich habe so viele Kabel. Pusseblumen. Das wäre auch noch eine Lane, die hier wohl ablegen könnten. Ich glaube, damit füllen wir die oberste mit Kupfer. Haben wir da nämlich noch gar nicht. Um die Produktion da auch gleich fertig zu kriegen. So. Gib mal Kabel, Junge. Probe voll. 1, 2, so, genug Moment da. Das Ding können wir einmal nachladen. Und runter. So. Manufaktor. Zack. So. 5. Frage ist 5 alle 10 Sekunden. Oder wie sehe ich das? Ich stelle mal darauf ein. So, er braucht 30 pro Minute. Das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir auch damit hin. Tippitoppi. Dann rüsten wir jetzt da hinten den Miner auf. Dafür brauchen wir zwei davon. Ne, einen davon. Und Stahlbeton. Und zwar 10 Stück. Na komm. Ach, wie schön das Eis da ist. Tick, 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 tick. So, 10 Stück. Und dann meiner Markt 2. Mal sehen. Vielleicht müssen wir ja gar nicht. Ach, es fehlen Stahlrohre. Ich dreh durch. Ey. Können wir die nicht auch herstellen? Natürlich nicht. Nun gut, nun gut. Nun gut, nun gut. Die holen wir noch einmal fix. Ja, und bald können wir dann endlich hier ein bisschen was mit Scheiben bauen. Das wird doch um einiges schöner. Ich
hoffe, dafür brauchen wir nicht Glas oder so einen Scheiß. Dann bin ich schon wieder aufgeschmissen. Da hat sich mein schöner Plan schon wieder in Wohlgefallen aufgelöst. So, Stahlrohre. Ja, damit. Wir haben gar nicht so viel Platz, oder? Nö, wir sind ziemlich voll. Ach, komm schon, ey. Ich kotze im Strahl. So. Ich glaube, das Sam jetzt erstmal liegen. Hier steht alles. Warum steht das hier? Ach, der Gute ist voll. Hm. Ja, eine Menge Beton. Eine Menge Stahl. Ich hätte gedacht, da gibt es vielleicht noch einen Engpass. Aber gut. Löppt. Löppt, löppt, löppt. Hier wollen wir auch noch Glas bauen. Ach. Das soll uns an die Anfangszeiten erinnern. So, bist du fertig? Sehr schön. Pocket Dimension has been inflated. Hat sich das Ganze schon erledigt gehabt. Naja. Aber davon wäre hier. Boah. Am Arsch. Jetzt nicht. Haben wir noch hier so eine komische Nüsse am Start? Ja. Und die tatsächlich auch. Nehmen wir einfach mal gleich beides mit. Obwohl, eigentlich auch nicht. So, komm her, du Muff. So. Wieder weg den Scheiß. Das ist dann auch gleich dabei. Ja. Ach komm. So, und jetzt aber wirklich. Meiner Mark 2. Und wenn wir aufrüsten, sollten wir nicht ganz so viel brauchen. Da, da, da. Wer faucht mich hier an? Ach du schon wieder. Moin. Unser Zoo ist zurück. Warum kann ich den nicht... Was soll das denn? Ernsthaft? Ich muss den... Das ist ja mal bescheuert. Nicht genug frei. Ach, das ist doch... Ist doch alles lächerlich. So. Zack. Zack. Das ist alles schon aufgerüstet? Ja. Nee, dazwischendurch eins nicht. Das wäre ja... Ärgerlich. Was haben wir hier? Eisenplatten. So, brauchst du noch Strom? So, zu kriegen. Kriegst du von mir aus von da oben. Und dann haut der genug auch für unsere Produktion da hinten rein. Noch mehr Eisenplatten. Warum liegen die denn hier rum? Ach, vom Aufrüsten vorne. So. Na? Wird's noch? Sehr schön. Wie viel hämmerst du raus? 60 pro Minute. 60 pro Minute? Nee, nee, gut, aber gut. Viel mehr brauchen wir nicht. So. Und der Spaß geht dann da hinten rüber. Hier die Stapelbahn. Wo auch immer der ganze Scheiß nachher herkommt. Und dann fangen wir hier unten gleich mit dem an. Logistik. Einmal ein Splitter. Wir sind hier direkt auf der Mitte. Kommt von da. Und geht nach da. So, der hat wieder mal nicht gesnappt. Logischerweise sollte er auch nicht, denn sonst passt das vielleicht nicht. Und gleich mal einmal einen Lift dran. Und dann gehen wir von hier nach da. Zack. Mit einem minimalen Gefälle, würde ich sagen. Jo. Wobei ich nicht weiß, ob das überhaupt gerade ganz sauber gehen würde. Aber das ist okay. So, den haben wir dies schon mal. Das könnten wir da schon mal anschließen. Ach ja, gar kein Splitter dran. Jetzt läuft das mal fleißig nach hinten durch. Ist ja auch schön. So.
Ich überlege gerade. Wir können eigentlich alles zusammen auf einem, mit einem Fließband zulaufen lassen, oder? Ich glaube, das müsste gehen. Aber ist jetzt erstmal nicht so wichtig. So. Wir holen von hier. Müsste passen. Obwohl, nee, kommt gar kein Splitter hin. Denn das ist ja schon das Maximum. Zack. Gleich daran. Zack. Ja, das ist zu kurz. Schade. Aber was wir machen können. Kriegen wir den weg. Jo. Und. Ach, schade. Nee, ich glaube, das passt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber das sieht immer noch sauber genug aus. So. So, dann haben wir da schon mal unsere Betonproduktion gleich. Step by step. So, für die Stahlproduktion brauchen wir eigentlich gar nicht mehr Platz. Eigentlich fast gar keinen. Wir müssen mal einmal gucken, wo hier unser Gang lang läuft. Wo der hier unten problemlos auch schmaler sein kann. Reicht eigentlich ein so ein Teil breit. Jo. Hier haben wir eigentlich noch Unmengen Platz. Wir können das hier, bis hier können wir es nutzen. Vielleicht sogar bis hier. Und wenn wir hier einfach einen Gang reinbauen. Ich guck mal gerade einmal. Zack. Zack. Dahinter kann das alles verschwinden. Wenn es dann irgendwann soweit ist. Und dann haben wir hier den süßen kleinen Gang. Das ist gerade übrigens nur einmal, um das Ganze für mich zu visualisieren, damit ich weiß, wo wir lang können. So, dann brauchen wir eigentlich nur einen Konstruktor hier. Ne? Produktion. Na. Konstruktor. Jo. Man sollte ihn auch richtig rumbauen, das wäre total irre. So, du kommst so. Zack. Du dahin. Und hier neben kommt dann die Gießerei. Ne, doch, Gießerei. Kann eigentlich direkt da anschließen. Wieder herstellen soll. Stahlbarren. Und du machst bitte Beton. Und aus diesem Beton / Stahlbarren wird dann kurz dahinter auch schon der nächste Shit. Und da soll es ja wieder rein, wa? Dann machen wir doch daneben den Manufaktor. Seines Zeichens etwas größer. So. Ja. Und dann geht das von hier nach da. Und das von hier nach. Cool. Warum so schwer? Wir können ja einfach den hier bauen. Zwischensetzen. Einmal so bitte. Und dann einmal so. Zack. Ja. Und dann sollte hier am Ende zack, Stahlbeton rauskommen. Oder täusche ich mich? Nö. Stahlträger. Ah, nee, Moment. Hier entsteht ja gerade mal Stahl. Nee, dann noch anders. Dann brauchen wir tatsächlich noch einen Konstruktor hinter. Wie viel haust du denn raus? 45 pro Minute.
So, da passt das Fließband genau durch. Gut aufbauen, sehr schön. Und du brauchst 60 pro Minute, eigentlich sogar mehr. Ist ja unschön. Aber es reicht mir, glaube ich. So viel Stahlbeton brauche ich aber noch nicht. Von daher leben wir damit. Und ja, das war zu erwarten. Bis hier. Und dann und von danach. Ein zu weit. Scheiße. Von da nach da. Von da nach. Da. So. Jetzt sollte das aber gehen. Wir brauchen gar nicht so viel. Von daher ist das schon in Ordnung. Die brauchen dann nachher noch Strom und dann ist ja alles tutti. Dann ist die Lane auch erstmal fertig. So. Hier kommt alles für die raus und dann machen wir runter, eigentlich gleich dahinter, oder? Ja. Da kriegen wir es nicht hin. Ja, scheißegal eigentlich. Komm, tut's von da. Rein soll's. Da. Das müsste passen. Zack. Hä? Ach, scheiße. So. Ja. Und dann von da nach da. Und dann bauen wir nachher einen Lift runter. Da ist es schön. Tada! Zulauf, Ablauf, alles herrlich. So, du kriegst von hier und von hier. Denn wir brauchen hier theoretisch nur ein Förderband hoch. Die sind leistungsstark genug, um das alles einheitlich gut zu versorgen. So, es kommt aber alles von etwas weiter oben. Also setzen wir noch einmal da oben an. Zack. Dann brauchen wir Splitter. Ein hier, ein da. Ein da. Ah, fuck. So. So. Ach, den hätte ich nicht machen müssen. Aber den ersten hätte ich machen müssen. Na komm. So. Und so. Was mache ich denn hier? Bin ich doof? Natürlich brauche ich einen zweiten Lift. Natürlich brauche ich einen zweiten Lift. Außer... Moment. Ich will mal was ausprobieren. Okay, das scheint ja aus irgendeinem Grund sehr gut zu funktionieren. Das hingegen nicht. Moment. Immer hier ganz abgefahrene Sachen heute. So. So. Das war ja mal Riesentinnig. So, so, so. Wie, das geht nicht? Warum geht das nicht? Weil der Fusionator zu nah ist. Na gut. Egal, machen wir es klassisch mit zwei Förderbändern. Ist ja auch Lachs. Ist ja auch tatsächlich Lachs. Wir gehen mal einmal wieder hoch. Ich muss mir das mal von oben angucken. Ich bin nämlich derbe verwirrt gerade. Boing. Das ist ja auch gut. Das kommt ja richtig gut. So.
Denn das hier ist ja totaler Blödsinn. Der Splitter von der Sache auch. Der Splitter auch, aber das ist mir auch wurscht. Das ist für den einheitlichen Style. So, dann muss hier nämlich noch einer hin. Der von da bekommt. Da hin ausscheißt. Und dann kommt hier ein Lift ran. Der von da bekommt. So, dann gehen wir erstmal nach. Ne, der kommt ja nur rum, ne? Das war ja das Problem. Doch, da kommt er. Sehr schön. Dann haben wir hier nämlich nochmal einen Lift dran. Zack. Und dann ist er rum. Wie konfus. Aber es funktioniert. Irgendwie. Wie schön, aber selten. So, jetzt kriegen wir dann nach oben alles. Jetzt müssen wir es dann noch irgendwie auch ankriegen. Und das ist wahrscheinlich eher eine Sache für die nächste Folge. Denn wir sind rum mit der Zeit. Wie ärgerlich ist das denn? Uns fehlt hier aber definitiv noch Material. Wie uncool. Daran und daran. Und ich weiß auch noch, wir hatten noch einen Miner frei. Was ist denn hier los? Du lieferst an das Band da hinten. Du auch. Das sind zwei. Ah, hier. Yeah. Das liefert doppelt. Okay. Ja, um da hinten den Mehrbedarf zu decken. Oh, und tatsächlich nochmal einmal eine Eisenleine. Hilft ja alles nichts, ne? Auch nochmal gucken, wo eine ist. Eisenerz. Wahrscheinlich ewig weit weg. Ja, klar. 262, das ist die da. Das ist die da oben. 23. Sind nur die drei? Ist doch scheiße. Wir schaffen uns mal gerade Überblick. Wisst ihr, was wir jetzt auch machen? Wo sind sie? Die Schweine. Da. Ach, schade. Es geht echt nur so. Das ist ja ärgerlich. Egal. Da ist sogar noch Strom. Das ist ja irre. Das ist ja, als hätte ich es gemessen. Meine Güte. So, und dann scannen wir mal nochmal von hier. Das sieht ja auch noch ganz schön scheiße aus. Meine Güte. Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen Wasserüberschuss. Aber... Ne, Kalkstein auch nicht. Eisenerz wollen wir. Bing, bing. Da hinten sind ganz viele. Da gucken wir doch mal, was wir holen können. Die nehmen wir bitte. So. Ist der geladen? Der ist geladen. Sehr schön. Machen wir nochmal. Bing. Boah, da sind ja gleich etliche. Vier Stück. Da haben wir ja mehr als genug, was wir hier rausholen können. Das fällt ja in die Kategorie Unmengen. Bist du gerade gedodged? Na klar, Junge. Zack. Und hin ist er. Boing. Unrein. Unrein. Scheiße. Meine Unrein reicht uns gerade. Unrein. Hau ab. Und ebenfalls unrein. Haben wir hier noch mehr?
Das sieht so nach einer weiteren Lagerstätte aus. Aber schade. Wäre ja schön gewesen. Okay. Also holen wir das wohl von hier hinten. Und eigentlich wäre es sinnig, das in die Richtung dann zuzuführen. Da ja auch unser Service-Tunnel ist. Mokides? Ich weiß es nicht. Ich bin mir uneins. Ich sammle erstmal Kram. Und dann überlege ich mir das. Viel Beton habe ich eine Menge hier. Ich baue hier erstmal einen Weg hin. Ich glaube, damit fange ich an. Und dann überlege ich mir das weiter. Erstmal mal hier den Weg frei. So. Das ist mir alles gleich im Weg. Das will ich hier nicht haben. So, da hinten muss ich hin. Das ist ja fast eine Höhe. Das ist ja fast eine Höhe. Diese Fundamentdinger habe ich auch noch nicht. Dieses Tal nervt ja ein bisschen, ne? Mal gucken, wie weit wir kommen. Kommt hier halt ein dicker, hoher Betonplatz hin. Kann man nachher noch schön runter durchlaufen. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Das mache ich aber erst später, wenn ich diese umgedrehten Teile habe. Baue ich mir hier quasi eine Unterführung. Hier sind wir wieder auf der Höhe. Das wäre total Quatsch, wenn wir das auch nur irgendwie anders machen würden. Dann haben wir hier oben nämlich schön Platz zum Bauen drauf. Ich weiß auch nicht was, aber kommt Zeit, kommt schlechter Rat. So, und hier ist das ähnlich. Zack. Da berührt mich doch schon wieder einer an. Dann machen wir nämlich mit denen weiter. Quasi die wir irgendwann aus Glas machen werden. Das wird gut. Das wird richtig gut. So, damit hier unsere Eisenzufuhr landet. Der hier. Ja. Und so. Und so. Und so. Und so. Dann sind wir in jedem Fall erstmal hier. Und gucken wir mal. Nee, das sind ja die ganz steilen, die will ich ja nicht. So. Eine 5 da drunter. Dann das sind die ganz flachen, die sind auch doof. So will ich das. Dann wieder einen davon drunter. Dann den Schnurrer hier weg. Dann die 9. Zack, und dann sind wir sogar zu flach. Wir heben das hier erstmal auf. Klick, 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 klick. Komm, wird fertig. Komm in die Hufte. So. Dann können wir hier beim nächsten Mal
einen Miner raufklatschen, wie wir lustig sind. Klick, klick, klick. Gucken wir mal, ob das passt. Nämlich mit den hier. Ja, zu teuer ist nicht das Ding. Hauptsache, wir können es bauen. Ja. Das ist ja herrlich. Dann haben wir hier drei neue... Eisenlinien. Ich habe keine Ahnung, was wir mit den ganzen Eisen machen. Aber wir werden es auf jeden Fall brauchen. Früher oder später. Mal kicken, mal kicken. Und dann sammeln wir das alles da hinten. Und wir sind zwar drüber. Sehr geil. Hier werden wir eine Hypertube auch rüberbauen, glaube ich. Die mich hier irgendwie hinbringt. Von A nach B. Aber für nächstes Mal haben wir dann auf jeden Fall schon mal ein schönes Ziel. Du musst da nicht sein. Rödel, rödel, rödel. Hier einmal runter. Hier so eine Schrägteile, die noch rein haben. So, aber wir gucken jetzt auch einmal als Abschluss nach den Coupons, wie viele mehr wir mittlerweile erwirtschaftet haben und geben vielleicht leider mal ein bisschen was aus. Und dann haben wir beim nächsten Mal auch schon mehrere Sachen, auf die wir uns freuen dürfen. Dann kommt ein bisschen mehr Glas ins Spiel. Das ist auch ein Teil geworden hier mittlerweile, meine Fresse. Stahlbeton haben wir beim nächsten Mal auch schon, wenn wir jetzt das Glas kriegen. Ach ja, das nimmt Gestalt an. Und da unten tatsächlich viel mehr Gestalt ist als andere. Sehr schön geordnet. Wir haben jetzt 4 Stück. Damit haben wir insgesamt, ich glaube, 7. 7 von 9. Jo. 7 von 9 ist richtig? Ja. Ärgerlich. Aber das kann ja nicht mehr lange dauern. Ne, hier geschreddert wird leider wenig Gutes. Wie nur 300 noch was pro Minute? Das ist aber abgefallen. Wie oft aktualisierst du hier? Das ist echt nicht mehr viel. Hab ich da jetzt meine Container geleert oder was? So, jetzt geht ja nur noch der Überschuss dahin. Ich habe vorhin ein bisschen was rausgenommen. Aber das geht immer noch. Das ist so eigentlich voll in Ordnung, wie ich finde. Das ist mehr, als wir vorher hatten. Von daher sind wir einfach mal glücklich. Schade. Hätte ich gerne noch gesehen, die Folge. Aber naja, man kann nicht alles haben. Klick und weg damit. Dann klettern wir zur Abwechslung mal hier hoch. Gucken wir einmal auf das, was wir heute geschaffen haben. Was von der Sache her mehr ist als... Ach komm, bleib mich doch. Haben wir ordentlich was geschafft? Naja, eigentlich gar nicht so viel, ne? Wir haben da unten ein bisschen was geschafft. Wir haben demnächst Stahlbeton. Wir haben hier die Lanes fertig. Die dann nur noch verkabelt werden müssen. Ach, ich finde das echt cool aus. Mit den Fahrstühlen so. Und wir haben tatsächlich unser Lager schon angeschlossen. Das ist alles schon ziemlich cool. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Theoretisch haben wir hier hinten bald alles, was wir wollen. Saugeil. Ja. Dann würde ich sagen, mit Blick auf unsere Ecke hier. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst vor allem Kommentare da. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es heißt Let's Play Satisfactory mit Ragnar. Bis dahin, alles Gute, schöne Woche und bleibt weiterhin gesund. Bis denn dann, euer Ragnar Bertholzer.